yeah, Elektroschrott. Ihr wisst ja, was man über uns Perfektionisten sagt. Lieber Zwangsneurosen als gar keine Blumen im Haus. Ich hatte bei diesem Inkrementalgeber, übrigens, danke Philipp, dass ich deinetwegen jetzt nur noch das Wort Exkrementalgeber denken kann. Das hast du ganz toll gemacht in den G-Plus-Kommentaren. Ich habe jedenfalls mit diesem Inkrementalgeber hier ein kleines Problem gehabt. Dazu wollte ich schnell ein Update rauslassen, nämlich ich hatte die Schwierigkeit in dem letzten Video gezeigt, dass er manchmal beim Drehen plötzlich mit der LED in die falsche Richtung geflackert hat. Und wie man jetzt hier sieht, egal wie schnell ich drehe, das passiert nicht mehr. Ich habe das gefixt. Und da ist jetzt einfach das Schöne daran, dass ich nicht nur hier diesen kleinen Operationsverstärker drin stecken habe, sondern hier auch diesen Mikrocontroller. Weil den Fix für das Problem habe ich komplett in Software hier auf dem Atmega gemacht. Im Grunde genommen eine ganz einfache Kiste. Ich werte nicht mehr jeden Impuls aus, der vom Motor kommt, sondern ich nehme immer zwei aufeinanderfolgende, auch überlappend. Und nur wenn die beiden in die gleiche Richtung gehen, zähle ich dann einen. Und wenn die beiden in unterschiedliche Richtungen gehen, ignoriere ich das ganze Ding und damit filtert man diese gelegentlichen Flackerer in die falsche Richtung perfekt aus. Wunderbare Angelegenheit. Rotary Encoder funktioniert. Jetzt kann ich das Teil tatsächlich zuverlässig so in meinem Wecker für die Zeiteinstellung verwenden, ohne dass ich irgendwelche Fuck-Up-Effekte mit falscher Richtung habe. Finde ich total geil, oder?